Und legen wir gleich los oder brauchst du noch eine Besinnung? Nee, sofort los, bevor das Licht ausgeht. Ja, so machen wir es. Hey, hallo und herzlich willkommen zur Q&A vom 19.05.2024 im True Miles Podcast. Auf geht's mit der ersten Frage von Rico zur Aeroplan-Verfügbarkeit über Miles & More. Kann ich Aeroplan über Miles & More buchen oder umgekehrt? Wir klären das gleich. Der Rico fragt, ich habe bei Seats.aero, Aero haben wir schon mehrfach zitiert, über Seats.aero habe ich Air Canada Aeroplan-Verfügbarkeiten für einen Flug Frankfurt JFK New York mit Singapore Airlines in der Business Class gefunden. Holla! Besteht nun die Möglichkeit, diesen Flug über Miles & More zu buchen, wenn dieser in der Miles & More Suche nicht verfügbar ist? Und ist es generell so, dass Flüge von anderen Vielfliegerprogrammen innerhalb der Star Alliance immer auch über Miles & More gebucht werden können? Mir sind da die Zusammenhänge leider noch nicht ganz klar. Rico, ich muss zugeben, mir auch nicht, aber wir fragen jetzt mal den Kai. Achtung, Kai. Ja. Hallo. Hallo Wolfram. Die generelle Regel lautet, dass eine Verfügbarkeit, die man bei einem Vierfliegerprogramm der Star Alliance findet, theoretisch auch bei allen anderen Programmen buchbar sein sollte. Ausnahme sind Verfügbarkeiten für die eigene Airline. Also wenn Lufthansa bei Miles & More Verfügbarkeiten hinterlegt, dann hinterlegen sie immer mehr und bessere Verfügbarkeiten, als sie eben freigeben an Partner-Airlines. Aber wenn es sich um Verfügbarkeiten von Partnern handelt, dann sollte das, was man da findet, eigentlich auch bei allen Programmen buchbar sein. Jetzt ist es bei Miles & More so, dass die grundsätzlich Singapore Airlines Business-Class-Flüge, glaube ich, nicht einpflegen in die Online-Suche. Das heißt, die werdet ihr so gut wie nie online finden. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie da Erfolg hatten bei der Hotline. Also wenn ihr Singapore Airlines fliegen wollt, dann immer Hotline anrufen und da nachfragen. Das ist keine Garantie. Die Verfügbarkeiten sind auch real tatsächlich lausig, schlecht. Aber sie sind nicht immer gleich null, wie das die Online-Suche halt darstellt. Okay. Dann zur nächsten Frage von dem lieben Dirk. Prämienflüge versus Pauschalreise. Der Dirk fragt, macht es Sinn, eine Pauschalreise innerhalb Europas, zum Beispiel nach Griechenland, zu splitten und nach einem günstigen Prämienflug zu suchen und das Hotel separat zu buchen? Vielleicht beantworte ich mir die Frage gerade selber, schreibt er, aber kommt das dann eher bei einer Kontinentalreise, zum Beispiel nach USA, in Frage? Sprich, es kommt auf die Entfernung an, wenn man dann auch Business fliegen kann oder soll? Kai, was hast du ihm geantwortet, dem lieben Dirk? Dass er sich die Frage ja schon fast selber beantwortet hat. Innerhalb von Europa eine günstige Pauschalreise einzutauschen, einfach nur so auf Teufel komm raus, Prämienflug buchen, macht keinen Sinn, weil wir innerhalb von Europas ja keine vernünftige Business Class haben. Also innerhalb Europas niemals Prämienflüge buchen. Das so als Merksatz, den man sich an den Kühlschrank klebt, damit man ihn jeden Tag dreimal liest. Und interkontinental würde ich das, es kommt auf den Preis an. Ihr müsst halt immer, es kommt ja nicht, das ist ja kein Fetisch, ne? Es ist kein Fetisch zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen Prämienflug buchen, sondern guckt, was günstiger ist. Wenn ihr eine günstige Pauschalreise irgendwo nach in die USA findet und da ist das Hotel top und alles gefällt euch, dann bucht das. Und wenn ihr aber doch lieber Business Class fliegen wollt und Pauschalreisen mit Business Class nicht angeboten werden, dann bucht einen Prämienflug und sucht euch ein günstiges Hotel dazu. Kommt dann auch immer ein bisschen auf den Standard an, den man beim Hotel haben möchte. Na, ihr habt ja mit der Amex Platinum eine Reihe von Hotelstatus. Und wenn ihr dann zum Beispiel Hilton-Schläfer seid, dann wird das pauschal wahrscheinlich auch schwierig werden. Dann macht das Sinn, einen Prämienflug zu buchen und vielleicht noch ein Hilton-Hotel dann mit Punkten dazu zu buchen. Also immer so, wie es passt und wie es euch halt in den Kram passt. Wenn ihr begeistert Pauschalurlauber seid, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich bin um Gottes Willen nicht auf Mission, dass ich Leuten ihren Urlaub schlecht reden muss. Ne? Wer Pauschalurlaub gerne macht und das günstig ist, machen, buchen. Muss man keinen Prämienflug für buchen. Alles klar, nächste Frage von Markus zum Thema Handgepäck. Hatten wir auch in den News mal wieder, haben wir regelmäßig. Welche Abweichungen werden toleriert? Der Markus fragt, ich hätte mal eine etwas andere Frage. Das Handgepäck und die persönliche Tasche ist ja in ihrer Abmessung und Gewicht genau definiert. Ja, kommt drauf an. Jetzt sieht man oft, dass diese von den Passagieren nicht eingehalten werden. Genau darum geht's. Schauen hier die Airlines nicht genau hin, beziehungsweise was kann passieren, wenn zum Beispiel die persönliche Tasche zu groß ist. Ich bin gerade dabei, mich neu auszurüsten. Und macht weiter so, ihr seid super. Ja, gerne. Machen wir. Dirk. Nee, Markus. Kai, ja. Was ist dir dazu eingefallen? Haben wir ja schon am Donnerstag in der
News-Folge gehabt, das Thema. Austrian zieht jetzt gerade mal wieder die Zügel an und so läuft das halt alle paar Jahre immer periodisch im Wechsel. Kommen Airlines oder geht Airlines das auf den Keks, dass es zu Verspätungen in den Flugkalendern kommt, weil sie das ganze Handgepäck nicht verstaut bekommen, weil die Leute eben sich nicht halten an die Maße und an das Gewicht. Das kann passieren. Ne? Also das wird dann auch manchmal was angekündigt, manchmal nicht. Es kann also passieren, dass ihr ans Gate kommt und da dann plötzlich eine Waage aufgebaut steht mit diesem hässlichen Käfig, wo man dann seinen Koffer reinstopfen muss oder versuchen muss, ihn reinzustopfen. Die passen meistens nie da rein, obwohl man sicher ist, dass die Maße eigentlich stimmen müssen. Ja, dann seid ihr eben an der Stelle mal in den Hintern gekniffen. Das lässt auch wieder nach. Ne? Also das läuft dann immer so einen Monat oder zwei. Mir ist das einmal passiert mit Aegean, einer unserer Lieblings-Airlines, war ich auf dem Weg nach Athen und da stand dann am Gate plötzlich auch diese hässliche Waage. Ich war Business-Class-Passagier. Als Business-Class-Passagier werden einem in der Regel da keine Probleme gemacht. Ne? Business-Class-Passagiere können so große Koffer an Bord schleppen und so viel Gepäck dabei haben, wie sie wollen. Aber so als Economy-Passagier, womöglich in einem Leittarif, da kann es euch dann eben passieren, dass ihr das Gepäck aufgeben müsst und das führt dann zu Zusatzkosten. Das gehört zum Berufsrisiko dazu. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Stefanie. Sie will mit Meilen nach Mexiko. Sie nimmt aber auch ihren Mann und ihren Sohn mit. Der Sohn ist ein Jahr alt, schreibt sie. Und sie möchte mit ihrer kleinen Familie nach Cancun irgendwann im Februar 2025. Sie schreibt, aktuell bin ich fleißig am Payback-Punkte sammeln und habe auch die Amex, welche ich jetzt auf Gold upgraden werde, um den Bonus von 50.000 mitzunehmen. Kai hat zu Mexiko schon einen ausführlichen Bericht geschrieben, das muss in deinem Blog gewesen sein, Kai. Ja, ja. Verlinken wir gerne, bei dem ich aber leider nicht ganz durchsteige. Da ich jetzt auch euren Podcast viel höre und immer mehr Informationen sammle, bin ich jetzt komplett durcheinander. Okay, jetzt haben wir unseren Teil auch noch dazu. So kann es laufen. Die günstigste Variante für den Hinflug ist, mit Avios nach Madrid zu fliegen oder was? Wenn ich das Fazit richtig interpretiere, schreibt sie, Amex-Punkte dann zum Meilenprogramm der ausgewählten Airline transferieren und nachdem die Verfügbarkeit des Fluges sicher ist, richtig, wie bekomme ich meine Payback-Punkte zu Avios-Punkte? Bester Zeitraum zum Buchen ein paar Wochen vorher. Flüge am besten bei Seats.aero suchen, richtig. Mit wie vielen Meilen Strich Avios sollte ich ungefähr für uns rechnen, beziehungsweise was wäre ein guter Deal? Kai, wie hast du das Geflecht auseinanderbekommen? Ja. Also ich habe eine Reihe mit Meilen nach, ne? Die gibt es bei Launchrocker schon seit Jahren und da habe ich, glaube ich, ein gutes Dutzend an verschiedenen Reisezielen und wie ihr eben mit Meilen dahin kommt. Und da ist Mexiko eben ein Meinst Artikel. Meinst du jetzt das Blog oder den Videokanal? Den Blog. Da gibt es Artikel dazu und Mexiko ist eben einer davon. Und tatsächlich ist die günstigste Möglichkeit, mit Meile nach Mexiko zu kommen, Iberia. Bei Iberia Plus gibt es Flüge ab 42.500 Avios. Nicht ab, sondern für 42.500. Das Problem mit günstigen Angeboten ist wie immer das leidige Problem mit der Verfügbarkeit. Sie will mit zwei Personen, der Junge, der wird wahrscheinlich noch als Schoßkind durchgehen, wenn er unter zwei Jahre ist. Aber für zwei Personen ja. Verfügbarkeiten finden, das ist ambitioniert. Iberia, das ist nicht ganz einfach. Insbesondere dann nicht, wenn man festgelegt ist auf bestimmte Termine, das scheinen sie ja zu sein. Zweitbeste Lösung mit besseren Verfügbarkeiten, allerdings auch deutlich teurer, sowohl was die Meilen angeht, beziehungsweise die Avios angeht, wie auch die Zuzahlung. Das ist British Airways, da seid ihr dann mit, ich glaube es sind 70.000, 75.000 Avios schon dabei. Da gibt es dafür immer gute Verfügbarkeiten, auch für mehrere Personen, weil die immer gleich vier, bei Öffnung des Kalenders, vier Premiumplätze zur Verfügung stellen, sodass man da eigentlich immer eine gute Chance hat, was zu finden. Dritte Möglichkeit, die auch noch gut ist und auch günstig ist, ist vielleicht so der Mittelweg, der goldene Mittelweg, Air France, KLM, Flying Blue. Da kostet der Flug ab 50.000 Meilen, ab deshalb, weil Flying Blue eben umsatzbasiert ist. Das heißt, mal kostet es 50.000, mal 150.000, aber da gibt es gerade Richtung Mexiko immer auch Verfügbarkeiten zum günstigsten Preis, also zu 50.000 Meilen. Das sind die Möglichkeiten. Da helfen ihr ihre Payback-Punkte bei keinem der drei Programme, helfen ihr Payback-Punkte. Da braucht sie Amex-Punkte, die sie eben zu den drei Vielfliegerprogrammen transferieren müsste. Nämlich entweder Iberia Plus, British Airways Executive Club oder eben Flying Blue. Da die dann hin transferieren und dann mit den Meilen, die daraus werden, dann entsprechend buchen. So, bei zwei Personen hin und zurück
wären wir bei Flying Blue zum Beispiel bei 200.000 Meilen. 200.000 Meilen sind dann 200 und 200.000 geteilt durch 4 und 50 mal 5, 250.000. 250.000 MX-Punkte bräuchte sie dafür. Bei Iberia wäre es ein bisschen günstiger. Das Verhältnis ist das gleiche, aber sie braucht ja da nur 42.500 pro Person, also 168.000 hin und zurück für zwei Personen. Da braucht sie dann ungefähr 200.000 MX-Punkte. Und bei British Airways wäre es noch ein bisschen teurer. Wobei man bei British Airways könnte sie MX-Punkte transferieren und diese dann boostern, also sich die transferierte Zahl an Avios dann nochmal günstig dazu kaufen. Einmal, zweimal oder dreimal haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. So, jetzt wird sie wahrscheinlich noch mehr durcheinander sein. Vielleicht das Ganze sich im Zweifel nochmal in Ruhe anhören. Bester Zeitraum zum Buchen, ein paar Wochen vorher, das ist zu spät. Ne? Wann will sie fliegen? Was hatte sie gesagt? Februar 2025. Jetzt buchen, wenn schon genug Punkte da sind. In jedem Fall jetzt schon mal gucken. Ein paar Wochen vorher wird es schwierig werden, gerade für zwei Personen. Also es kann ja zum Ende hin immer noch mal können Restplätze verfügbar werden, aber das sind dann eigentlich immer Plätze für eine Person. Wenn man für zwei Personen was haben will und dann noch ein Schoßkind, das braucht zwar keinen eigenen Platz, aber dafür muss dann eben auch möglicherweise das Babybett verfügbar sein oder so. Also muss man rechtzeitig sich drum kümmern. Cizar Aero, ja, kann man gucken, so für einen ersten Überblick, aber bei den genannten Programmen, alle drei von den Programmen, die ich genannt habe, haben eine wunderschöne Kalenderübersicht, wo man immer monatsweise gucken kann und da brauche ich dann Cizar Aero nicht für. Das kann man also direkt bei den Programmen gucken. Insbesondere, wenn sie eben feste Termine hat und da wenig flexibel ist, ne, dann guckt sie in der Monatsübersicht. Gibt es in der Zeit einen Hinflug? Gibt es in der Zeit einen Rückflug? Wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass sie vielleicht mit einem Programm, bei einem Programm den Hinflug bucht, bei dem anderen Programm den Rückflug. Das ist bei Premium-Flügen oft so, dass man eben nicht hin und zurück mit der gleichen Airline fliegt, sondern dass man das mixt. Ja. Ja, ich würde dazu passend noch gerne zwei Punkte nachschärfen. Ja, Payback-Punkte zu Avios, das wird nichts. Das ist hoffentlich klar rübergekommen. Die Payback-Punkte, die helfen dir nur bei Miles & More, richtig, Kai? Genau. Bei Miles & More bräuchte sie übrigens für die Strecke nach Mexiko, hatte ich ja auch geschrieben. Ich habe ja eine ausführliche Mail geschrieben. 64.000 Meilen One-Way pro Person, also 128 Return mal 2 sind 256.000 Meilen. Da man sich die nicht dazu kaufen kann oder durch MX-Punkte-Umwandlung sinnvoll produzieren kann, weiß ich nicht, ob sie 250.000 Meilen so zusammenbekommen. Das muss man gucken. Das ist ein Hinweis, den ich hier, glaube ich, nicht geschrieben habe, den ich jetzt vielleicht nochmal gebe. Cancun wird übrigens ja auch von Miles & More nicht direkt angeflogen. Dann müsste sie, glaube ich, nach Mexiko-Stadt fliegen und dann gucken, wie sie nach Cancun kommt. Nach Cancun gibt es sehr oft günstige Deals für bezahlt. Also ich bin letztes Jahr mit Portugal nach Cancun geflogen für 1.200 Euro hin und zurück in der Business Class. Das war gut. Musst du dich möglicherweise gar nicht ist das der leichtere Weg, als dann noch Avios zu boostern oder irgendwelche Geschichten zu machen. Also das kann man mal so im Hinterkopf behalten für den Fall, dass es mit der Verfügbarkeitssuche nicht so richtig vorangeht. Dann mal Ausschau halten nach Angeboten. Condor fliegt dahin, oft sehr günstig. Portugal vor allen Dingen fliegt dahin, aber auch andere Airlines, Air France, KLM fliegen da auch hin und das auch immer mal wieder zu sehr günstigen Preisen. Also ist eine typische Deal-Destination. Cancun kann man wirklich mal die Augen offen halten. Und dann die Prämienflüge dann eher zu einer anderen Destination planen. Einen Punkt hätte ich noch, Kai, und zwar, um das auch nochmal klar zu machen, das ist schon oft gesagt, es kommt immer auf die Airline an oder auf das Programm. Wann ist der beste Zeitraum, um nach Verfügbarkeiten zu suchen? Und ich habe mir gemerkt, bei Miles & More sind es 360 Tage vor Flugtermin. Und bei anderen Programmen kann das auch mal, ich meine, Singapur war 330 Tage, das war variiert. Aber kann man sagen, so 10 bis 12 Monate vor Abflug ist der perfekte Zeitraum, um Verfügbarkeiten zu suchen. Genau. Also der beste Zeitpunkt ist streng genommen immer der Tag, an dem die Kalendersuche öffnet, also an dem der Verkauf startet sozusagen. Denn da wird immer mindestens ein Platz freigegeben. Das ist der einzige Termin im Jahr, bei dem wir wissen, jetzt, heute wird ein Platz frei. Und deshalb, wenn man den abpassen kann, aber dafür wird sie schon zu spät sein, denn Februar nächsten Jahres ist ja schon deutlich unter 360. Aber in jedem Fall jetzt anfangen zu gucken und sich einen Überblick verschaffen, dann findet man da auch was. Das geht schon. Und den Tipp mit den Bezahlflügen nicht aus den Augen verlieren. Cancun ist vielleicht für Bezahlflüge, wie Kai jetzt ausgeführt hat, viel besser geeignet und Prämienflüge macht er dann eben woanders hin. Kommen wir zu Jona. Der will Chris Flyer Meilen boostern. Das ist Singapore Airlines. Er schreibt erstmal, das freut mich sehr, wie immer jede Woche ein Top-Podcast. Ja,
Im Grunde sogar 4, Jona. Meine Frage, schreibt er, man kann Meilen boostern, wenn man seine Amex-Punkte zum Chrisflyer-Vielfliegerprogramm transferiert. Nein, Kai. Nein. Ja. Meilen boostern das geht nur bei, nur bei British Airways. Aber er kann Amex-Punkte zum Chrisflyer transferieren. Das kann er, aber er das kann sie da nicht boostern. Das geht, ja, ja. Aber 3-2, ne? Das ist nicht 5-4, sondern 3-2. Okay, kommen wir zur Frage von Stefan zum Thema Prämienflüge in die US-Peripherie. Der Stefan schreibt, ich muss mich mal sortieren, weil es einfach für einen relativen Anfänger mit Meileneinlösen sehr viel Info ist. Ich bräuchte bitte ein paar Tipps. Erstens, wir oder unsere Tochter müssen die kommenden Jahre öfters zwischen USA, Kanada und Deutschland, Südostbayern genau genommen, hin und her fliegen. So wie ich es sehe, kommen wir wahrscheinlich mit folgenden Programmen am weitesten. Miles & More, Avianca und Aeroplan. Leider sind die Preise für Premium Economy und Business bei Aeroplan ziemlich in die Höhe geschossen, zumindest für Europa, Nordamerika und zurück. Kai, hast du da schon eine Anmerkung? Da war noch keine Frage dabei. Nee. Bevor ich zu zweitens komme. Es ist bei Aeroplan so, dass die Preise für Flüge mit Air Canada selbst, also mit der eigenen Airline, sind die Preise dynamisch. Und die tendieren, wie das bei dynamischen Preisen so ist, dann eben auch immer schnell in die Höhe zu schießen. Wobei er hat recht, da hat es tatsächlich auch eine kleine Entwertung in dem Award-Chart gegeben. Und die betraf vor allen Dingen eben tatsächlich Flüge zwischen der Atlantikzone und den USA. Da ist tatsächlich ein bisschen was teurer geworden, das stimmt ja. Ja, ja, kommen wir zu Teil 2 von Stefan. So wie ich es, schreibt er, in Erinnerung habe, brauche ich bei Seats.aero nicht vor 3 Monaten nach Flügen suchen. Hat er das richtig in Erinnerung? Geil. Naja, also 2 Monate vor Abflug ist kostenlos. Alles, was über 2 Monate ist, bis zu einem Jahr, muss man 9,99 eine Probenmitgliedschaft abschließen. 9,99 US-Dollar im Monat kann man auch mal machen. Also wenn man da tatsächlich regelmäßig dann suchen muss, das klingt ja so, dann wäre das vielleicht eine gute Idee. Gerade wenn er mit den 3 Programmen arbeiten will. Das sind ja 3 Starlines-Programme. Miles & More hat eine Suche, die so leidlich, ne, die kann immer, da kannst du immer nur 7 Tage sehen. Aeroplan hat seine Suche auch verschlechtert, ganz wissen offensichtlich, damit man schwieriger gute Premiumflüge findet. Und Avianca, die möchten gerne, aber das klappt dann auch technisch mitunter nicht so richtig mit der Kalendersuche, die sie da jetzt implementiert haben. Also für Starlines kann sich tatsächlich mal eine Premium-Mitgliedschaft oder eine Pro-Mitgliedschaft bei Seats Aero lohnen. Die muss man ja nicht konstant durchlaufen lassen, sondern kann dann, kann man dann wieder kündigen im Zweifel. Übrigens ist es so. Du bist heiß auf Teil 3. Der Stefan fragt, wenn ich zum Beispiel Abbringer nach Rochester, Buffalo oder Hamilton suche, muss ich zuerst meinen Premium Flug suchen, zum Beispiel München-Boston. Dann die Homepage offen halten und bei der Hotline anrufen und sagen, ich hätte gern diesen Flug, den ich hier vor der Nase sehe und einen Abbringer nach Rochester dazu. Oder? So läuft das, Kai. Weiß nicht, ob es nicht Roster ausgesprochen wird, aber das spielt ja im Zweifel keine Rolle. Ja, also das lasse ich mal dahin. Tatsächlich ist es so, dass ihm Seats Aero bei solchen Abbringern natürlich nicht helfen. Ne? Seats Aero hat nur ein sehr begrenztes Paar an Destinationen gespeichert, wo überhaupt Verfügbarkeiten ausgespuckt werden. Da gehören also Roster, Buffalo und Hamilton gehören da ganz sicher nicht dazu, sondern die suchen nur Verbindungen zwischen den großen Airports und sagen wir mal noch den mittelgroßen Airports, aber kleine Airports werden da überhaupt nicht bedient. Deshalb würde er da dann tatsächlich auch nur zum Beispiel eben München-Boston finden, aber dann den Abbringer, den muss er sich in jedem Fall dazu suchen. Ob er jetzt die Webseite oder die Homepage offen halten muss, während er mit der Hotline redet, die sagen einem an der Hotline trotzdem, dass sie den Flug nicht buchen können. Das ist mir gerade erst vor 2 Wochen passiert bei Miles & More. Die Flüge, so wie ich das auch immer empfehle, sucht euch jedes einzelne Segment, sucht euch eine Verfügbarkeit vorher raus, damit die sich nicht rausreden können, nee, da haben wir nichts. Das ist dann... Ja, aber da liegt ja schon richtig. Hände in Schoß legen, genau. Also, aber dann auch den Abbringer gleich mit dazu raussuchen und dann eben anrufen und sagen, ich habe 2 Flüge gefunden und die möchte ich bitte auf ein Ticket gebucht bekommen. Und ich sage ihnen jetzt auch noch die Flugnummer und wann der Flug geht und wie viel Uhr, damit sie dann auch wissen, wovon ich rede. Und ich hatte trotzdem eine Mitarbeiterin, die gesagt hat, nö, das kann ich nicht buchen. Ja, die hat so dann kurzerhand in die Raucherpause geschickt. Hat ja geklappt. Genau, hat geklappt. Ne? Habe ich gesagt, dann gehen Sie bitte eine rauchen, gehen bitte die nächsten 5 Minuten hier ans Telefon, legen wir jetzt auf und ich rufe den Kollegen, den nächsten Kollegen an und probiere es bei dem. Denn natürlich kann das gebucht werden, wenn ich das sehe. Na, warum denn nicht? So, und dann hat es beim zweiten Anlauf hat's dann auch geklappt. Und das muss man mitunter auch machen. Also man darf sich übrigens dann bei Hotlines auch nicht so voll abwimmeln lassen, beziehungsweise immer Huaca machen. Ne? Hang up and call again. Das kann durchaus sein, da ist nicht jeder gleich gut, da weiß auch nicht jeder gleich gut Bescheid und da ist auch nicht jeder gleich motiviert, das ist einfach so. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Die Tagesform ist ja auch immer unterschiedlich. Genau. Ja. Demnächst macht das eh die künstliche Intelligenz, da trifft man gar keine Mitarbeiter mehr, aber
Ja, jedenfalls die Moral von der Geschichte, besser, du bist sehr gut vorbereitet, wenn du die Hotline anrufst. Ja. Und dann klappt das auch. Kommen wir zur Frage vom lieben Matthias. Der will nach Hawaii. Flug US-Westküste nach Hawaii. Er fragt, ich plane eine Reise nach Hawaii und würde gerne vorher eine Woche an der Westküste bleiben. Westküste. An der Westküste. Das wollte ich vom Meilenschnäppchen abhängig machen, schreibt der Matthias. Die Weiterreise nach Hawaii würde ich selbst bezahlen. Soll ich das Ticket schon in Deutschland kaufen oder erst vor Ort in den USA? Sind die Steuern dort billiger? Lohnt sich das, Kai? Nein, lohnt sich nicht. Immer frühzeitig buchen. Wenn er wartet, bis er in den USA ist, gehen die Preise hoch und man zahlt in den USA die gleichen Preise wie hier in Deutschland. Ja, okay. Dann schlittern wir gleich die nächste Frage von Raimund. Der will nach Australien. Mit Meilen nach Australien. Der Raimund schreibt, unsere Tochter lebt seit 2013 schon in Townsville, Australien. Im September 2024 möchten wir wieder nach Australien mit Business Class fliegen. Ich habe deshalb vor Monaten Economy Flex gebucht für 5.000 Euro. Und der Business Class Flug würde ca. 10.400 Euro kosten. Leider warten wir bis jetzt vergebens auf ein Upgrade. Cash oder Meilen? Kann es sein, dass wir gar kein Upgrade angeboten bekommen? Wir könnten wegen dem Flex-Tarif jederzeit den Flug auch stornieren. Gibt es vielleicht mit anderen Fluglinien einen günstigeren Flug, eventuell auch mit Cash and Miles? Ich habe sehr interessiert, unter anderem auf eurem YouTube-Kanal über Miles and More, Gold, Status wahrscheinlich, Live Miles und so weiter geschaut, aber als Unwissender nicht richtig verstanden, wie man diese am besten einsetzt. Das ist wieder eine Frage für den Aufräumer, den lieben Kai. Kai, räum das mal auf. Ja, ich weiß gar nicht, irgendwie scheint in dem Text jetzt rausgefallen zu sein, dass er mit Emirates fliegen will. Ne? Das sollten wir dann noch dazu sagen. In meinem Text steht da kein Wort. Ja, stand aber in der Mail, habe ich dann wohl offensichtlich. Deswegen bin ich so verwirrt. Ja, da werde ich wieder in den Wald geschickt. Genau. Also er hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Er hat ein Emirates Eco Flex Ticket gebucht. Ne? Emirates wissen wir, für Prämienflüge weitestgehend unbrauchbar, aber für Upgrades gute Adresse. Wenn Upgrades schon verfügbar sind, kann man sie direkt bei der Buchung, man bucht ein Economy-Ticket und kann dann gleich das Upgrade mit Meilen dazu buchen, wenn es denn verfügbar ist. Ja. Nun ist es so, dass Australien erstmal grundsätzlich eine beliebte Destination ist, sodass das tatsächlich sein kann. Ach. Dass da dann auch mal nichts angeboten wird. Aber er ist für Emirates ist er auch noch ein bisschen früh. Also wenn es im September, 14. September, wir haben jetzt gerade Mitte Mai, sind noch ziemlich genau 4 Monate, da würde ich noch nicht die Nerven verlieren. Da kann schon noch was kommen. Es ist vor allen Dingen bei Emirates auch so, dass du auch noch Last Minute upgraden kannst. Also du kannst auch am Flughafen nochmal fragen, sind noch Plätze frei? Noch, oder? Und sogar, wenn man reinkommt und in der Kabine dann sieht, da sind noch Plätze in der Economy nicht besetzt, kann man die immer noch mit Meilen upgraden, das geht. Also da würde ich, bevor ich jetzt da das Eco-Flex-Ticket storniere und dann irgendwie was Wildes mache, wo man ja auch nicht weiß. Also wie gesagt, das ist nicht ganz einfach, nach Australien überhaupt Prämienflüge zu finden. Und dann für einen Prämienflug ist er dann 4 Monate vorher auch ein bisschen spät im Grunde genommen. Zumal er auch nicht allein reist, sondern wohl offenbar noch mindestens mit Frau. Ich hab ihm geraten, auch auf das Risiko hin, dass man dann am Ende doof dasteht. Das ist halt ein Risiko, das man immer trägt, wenn man eben auf ein Upgrade setzt. Ne? Das kenne ich. Das kann eben passieren. Ich glaube, dass seine Chancen so schlecht nicht stehen. Da geht schon noch was, würde ich sagen. Aber man muss eben wissen, dass solange man das Ding nicht safe hat, nicht gebucht hat, kann das immer passieren, dass man am Ende dann die lange Strecke in der Economy sitzt. Aber jetzt so, also auf Teufel komm raus, jetzt noch zu versuchen, irgendwie was anderes dahin zu bekommen, wo er offensichtlich auch keine Meilen hatte, er müsste dann also alles sich die Meilen erst besorgen, das wird ja auch nicht viel billiger, dann würde ich ihm vom abraten. Cash and Miles grundsätzlich, da hatte Wolfram sogar schon gezuckt gerade, ist immer nur für die Airline eine gute Idee. Niemals machen. Ja, da habe ich mir natürlich eingeprägt, Kai. Das ist also, gut da so. Da reagiere ich sofort instinktiv. Ja, bald brauchst du mich hier gar nicht mehr sitzen haben. Da hast du denn einen KI-Bot, der dir die Fragen stellt und dann... Genau, du wirst wegrationalisiert. Ja. Genau. So machen wir das. Die Wolfram kalt. Genau, der künstliche Kai kommt dann. MX Gold. Die nächste Frage von Benjamin. Der liebe Benjamin fragt, ich bin Platinum-Card-Inhaber und meine Frau hat selbstverständlich die Zusatzkarte. Meine Frage, schreibt er, wenn meine Frau oder ich mir jetzt zusätzlich eine Amex Gold-Karte beantragen, gibt es ja gerade im Sonderangebot, und alles über das gleiche Konto läuft, erhält sie die 55.000 Reward-Punkte. Gehen die Punkte dann auch auf mein Amex-Punkte-Konto? Was könnt ihr mir empfehlen, sagt der Benjamin. Ja, ein paar Sachen sortieren.
sind 50.000 und nicht 55.000. 55 waren für die Platinum bei der letzten Aktion, aber wollen wir nicht kleinlich sein. Ja, beide können eine MX Gold beantragen und würden dann, wenn sie den Mindestumsatz schaffen, entsprechend die Punkte einfahren. Ich hatte ihm dann freundlicherweise auch unseren Affiliate-Link dazu geschickt, über den er das Problem sofort erledigen kann. Da ist er nicht so richtig drauf angesprungen, sondern hat offensichtlich vor, dass sie sich gegenseitig werben. Das wäre auch eine schöne Idee und das klappt in normalen Zeiten auch, aber normalerweise ist es so, dass wenn eine Kampagne läuft für die Platinum, dass man dann mit der Platinum auch nur Platinum werben kann und nicht Gold. Und sie könnte ihn natürlich auch nicht werben, weil sie nur die Zusatzkarte hat. Das heißt, er könnte sie werben, aber eben auch nur für eine Platinum, für eine eigene Platinum, aber sehr wahrscheinlich nicht für die Gold. Müsste er mal in seinen Link gucken, was da angeboten wird. Und einfach unseren Affiliate-Link klicken und gut ist. Genau. Also wenn die Frau über unseren Affiliate-Link die Gold beantragt, dann kann sie ihn danach dann mit ihrer Goldkarte werben für die Goldkarte. Dann haben sie beide die Goldkarte und beide haben 55.000 Punkte. Nee, sie hat dann so 50.000 Punkte, jetzt fange ich auch schon an. 50.000 Punkte, sie bekommt für die Werbung dann sogar auch noch 50.000 on top. Das heißt, sie hat dann 100.000, er hat dann 50.000 on top. Also ja, das Spielchen, das geht. Das. Allerdings landen die Punkte nicht auf seinem Konto, ne? Sondern die Frau hat dann, wenn sie eine eigene Hauptkarte hat, hat sie natürlich auch ein eigenes Konto und hat dann eigene Punkte. Ja. So ist das mit der Emanzipation. Einzige. Kommen wir zur lieben Caro. Reise mit Kleinkind, Sitzplatzreservierung ist das Thema. Und die Caro schreibt, ich liebe und feiere euren Podcast. Bitte bleibt weiterhin so lustig und authentisch, wie ihr seid. Ja, auf jeden Fall, wir können gar nicht anders, Caro. Ich habe jetzt auch mal eine Frage an die erfahrenen Prämienflugbucher. Kai, da bist du gemeint. Für uns ist es nach langer Sammelzeit nun bald soweit und wir können die ersten Flüge für nächstes Jahr in der Business Class auf Langstrecke buchen. Die Reise soll sein, Doppelpunkt, Hannover, Zürich, Singapur und dann nach Denpasar, Bali, Indonesien. Der Rückflug dann Denpasar, Istanbul, Hannover. Ich würde gerne nach Singapur in der Swiss, dann Singapur, Denpasar in der Singapore Airlines und auf dem Rückweg dann Turkish Airlines fliegen. Ich weiß, dass ich zumindest den Hinflug über die Hotline buchen muss, da es mit Singapur ja sowieso problematisch wird. Aber was ich nicht verstehe, schreibt die liebe Caro, wenn ich nun die Flüge gebucht habe, Hotline hin oder her, wie komme ich an meine gewünschten Plätze, Stichwort Sitzplatzreservierung. Da wir mit einem Kleinkind reisen, ist das nämlich für uns nicht ganz unerheblich, wo und wie wir sitzen. Genau. Wird das direkt bei der Buchung abgefragt oder müssen wir das online irgendwo machen? Hat da einer einen Rat für mich? Geil. Ja, Wolfram, los. Jetzt komm mal rein. Ich frag mal. Die Abkürzung hast du ja inzwischen schon ganz gut drauf für die einzelnen Airports. Ist ja schließlich deine Gegend, die kommt aus Hannover. Nee, mit dem einen bist ganz klar du gemeint, Kai. Da gibt es ja überhaupt kein Vertun. Also leg da mal los und ich höre da gespannt zu. Genau, hör mal zu, damit wir die Frage in Zukunft selber beantworten. Nein, also habt ihr dann geschrieben, Mensch, ja klar, Kleinkind, unter 2 Jahre braucht ihr dann ja das Babybett, müsst ihr bestimmte Plätze eben vorne haben, vor der oder hinter dem Bulkhead, damit da eben das Babybett eingehängt werden kann. Dann habe ich da also lange hin und her erzählt, so über Babybetten und wie das mit unserem Kind war, dass das bestimmte Maße hat und das Kind, auch wenn es noch unter 2 ist, da natürlich auch reinpassen muss und so weiter, bla bla bla. Der lange Rede, kurzer Sinn. Sie schrieb dann zurück, nee, das der Junge ist 6 Jahre alt. Ich sage, ja, das ist dann kein Kleinkind. Aber sie schreibt doch Kleinkind. ja, genau. Also der ist 6. Dann braucht er natürlich auch einen eigenen Platz, braucht ein eigenes Ticket, aber dann ist es im Zweifel egal, wo er sitzt. Und bei 6-jährigen Kindern, meiner ist 5, wenn das Entertainment-Programm funktioniert am Platz und ihn das einigermaßen zufriedenstellt, dann kannst du ihn hinsetzen, wo du willst. Da ist er dann glücklich und zufrieden mit. Ne? Gerade wenn es ein Business-Class-Sitz ist. Vielleicht ist er in dem Alter sogar schon ganz froh, wenn er ein bisschen weg von Papa und Mama sitzt. So, das also aus dem Weg geräumt. Tatsächlich ist es so, dass sie die ganze Reise natürlich auf einem Ticket buchen müsste, denn sonst kann sie gar kein Stopover machen. Sie will ja in Singapur auf dem Hinweg ein Stopover machen. Stopover kann man bei Miles & More nur machen bei einem Return-Ticket. Also sie muss dann Hin- und Rückflug auf ein Ticket buchen. Dann ist es so, ja, mit Swiss nach Singapur, das könnte klappen. Dann Singapur nach Bali, das ist eine relativ kurze Strecke. Das wird auch möglich sein. Turkish Airlines für die gesamte Strecke zurück. Muss man eben nach Verfügbarkeiten gucken. Da muss man ein bisschen Glück haben. Turkish ist schwierig zu buchen. Wenn man rechtzeitig guckt, kann man Glück haben. Aber es muss eben auf ein Ticket gebucht werden. Und dann ist es so, dass sie Sitzplatzreservierung für Swiss
Swiss kann sie dann auch am Telefon machen. Also muss ja telefonisch gebucht werden. Stopover kann man nur über die Hotline buchen. Und die Hotline würde dann eben den Sitzplatz für die Swiss-Strecke auch einbuchen können, aber für Singapore Airlines und für Turkish Airlines sehr wahrscheinlich nicht. Da müsste sie dann also nachträglich mit dem Buchungscode sich einloggen auf der Webseite der jeweiligen Airline, also bei Singapore Airlines und bei Turkish Airlines, mit dem Buchungscode einloggen und da dann eben Sitzplätze reservieren. Das müsste bei beiden Airlines kostenlos möglich sein. Insofern, das geht. Aber klar, 3 Personen, denn der Junge braucht ja einen eigenen Platz. Da muss man eben dann sehr rechtzeitig anfangen zu gucken. Nach Premiumflügen haben wir eine eigene Folge zu gemacht. Premiumflüge für Familie mit ein paar grundlegenden Tipps, die vielleicht auch nochmal angucken. Wird die Caro gesehen haben, die schaut uns hier regelmäßig zu. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zum Jan. Und zwar geht es da um Etihad. Etihad-Flüge. Wo kann man die gut schreiben lassen, fragt er. Der Jan schreibt, euer Podcast ist mega. Weiter so. Schon wieder einer. Ich komme direkt zur Sache. Wir möchten einen Flug in Business Class von Kapstadt nach Frankfurt buchen. Es gibt noch eine Konstellation mit 2x Umsteigen in Johannesburg und Abu Dhabi. Erster Flug mit Airlink, zweiter und dritter Flug mit Etihad. Buchung über Etihad oder Travel Start möglich. Meine Frage, schreibt der Jan, bei Etihad kann ich die Punkte nicht gebrauchen. Kann ich diese auch irgendwie bei Miles & More sammeln? Ich finde nur die Möglichkeit mit Travel Start, Angabe meiner Miles & More Nummer. Ich denke aber, da die beiden Airlines keine Partner sind, dass ich dort keine Punkte bei Miles & More bekommen werde. Liege ich damit richtig, Kai? Also liegt der Jan damit richtig? Ich fürchte, er liegt damit richtig, wobei er die Begründung falsch ist. Also Miles & More ist ja keine Airline. Das ist dem Jan wahrscheinlich egal. Miles & More ist ja keine Airline, sondern ein Vielfliegerprogramm von einer Reihe von Airlines. Und tatsächlich... Details. Tatsächlich ist es so, dass eine von den Miles & More Airlines, nämlich Brussels Airlines, auch Partner Airline von Etihad ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ausreicht, dass er Etihad-Flüge dadurch oder deshalb bei Miles & More gut schreiben lassen kann. Das wäre mir auch neu. Ich habe meine Etihad-Flüge immer bei Asiana Club gut schreiben lassen, wo ich meinen Goldstatus hatte, meinen Starlines Goldstatus. Wenn das möglich gewesen wäre, die bei Miles & More gut zu schreiben, hätte ich sie wahrscheinlich auch bei Miles & More gut geschrieben. Deshalb glaube ich nicht. Er schreibt, dass es bei der Online-Travel-Agency Travel Start, dass er da die Miles & More Nummer angeben kann, dann könnte er das einfach machen. Ich habe ihm empfohlen, mal zu gucken bei Etihad. Er kann entweder bei Travel Start oder eben über Etihad direkt buchen. Sinnvoller ist immer die Buchung bei der Airline direkt und da einfach mal gucken, was ihm angeboten wird, bei welchem Vielfliegerprogramm er die Punkte möglicherweise gut schreiben lassen kann. Und tatsächlich hat er recht, also bei Etihad werden die ihm wenig helfen und würde ich auch nicht machen. Air France, KLM, Flying Blue, die sind verpartnert auch mit Etihad. Vielleicht kann er sie im Zweifel da schreiben lassen. Das ist dann immer noch eine bessere Variante als bei Etihad selbst, weil er dann mit Amex-Punkten, die er hat, das auffüllen kann und dann eben einen Premium-Flug mit Air France KLM buchen könnte. Das wäre dann also sozusagen die Auffanglösung. Es hat auch noch eine kleine Anhängerfrage zu den Preisen. Da wollte er, glaube ich, einfach sich nochmal ein bisschen vergewissern, dass er da jetzt richtig liegt auf Basis seiner eigenen Recherche. Der Business-Class-Preis liegt jetzt für ihn bei 1050 Euro über Etihad und 1006 Euro pro Person natürlich immer über Travel Start. 1.006 Euro über die Agentur finde ich nicht schlecht. Natürlich möchte ich nicht gerne noch mehr ausgeben. Ich hoffe, der Preis ist vergleichsweise günstig. Habe noch keine Erfahrung mit Business Class. Mit Meileneinlösung habe ich nichts unter diesem Preis gefunden, außer die 85.000 pro Person mit Etihad. Das war mir zu viel für den Normalpreis von 1.050 Euro. Ich besitze die Amex Platinum mit genug Punkten. Auch bei Miles & More habe ich genug Punkte. Dort gibt es aber keine Verfügbarkeiten mehr. Kai, kannst du das abschließend nochmal einordnen? Hat er deinen Segen? 1050 Euro für einen One-Way in der Business Class ist okay. Kann man machen. Würde ich machen. Würde ich denn bei dem Preis auch nicht mehr gucken, ob ich das noch günstiger mit Meilen zusammenbekomme, wenn ich Meilen dazu kaufen müsste, dann kommt er ja ungefähr auf den gleichen Preis. Also das, da würde ich dann auch nicht mehr lange rumfackeln, sondern solange er den Preis bekommen kann, buchen, bevor er teurer wird. Tja. Und schon haben wir wieder goldene Worte von Kai eingesammelt zum Abschied dieser Episode. Bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören mal wieder. Und wir weisen nochmal darauf hin, wir sind käuflich. Ihr könnt uns gerne Kaffee spenden. Ihr könnt uns andere Zuwendungen zukommen lassen. Unter dem Video findet ihr alle Links. Was haben wir noch? Wir haben die Mitgliedschaft. Wir wollen die Mitgliedschaft auch immer wieder bewerben. Bitte werdet Mitglied bei uns. Und denkt ans Abonnieren und auf die Glocke klicken. Auch der Algorithmus will seinen Spaß haben. Es kommt auch jetzt die Tage noch ein weiteres
weiteres Sondervideo sozusagen für unsere Platin-Mitglieder raus. Ne? Also das auch nochmal als kleinen Anstupser, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Es gibt da exklusive Videos, die es eben nur für die Platin-Mitglieder gibt. Und da geht es in dem nächsten Video darum, wie ihr bei Lufthansa günstige Business-Class-Flüge findet. Ne? Also wie das funktioniert mit dem Fliegen ab dem Ausland, ab dem benachbarten Ausland. Wie findet man die eigentlich? Das haben wir da nochmal mit einem kleinen Lehrvideo sozusagen zusammengefasst und das wird euch bestimmt gefallen. Kai, das war's aber mit dieser Folge. Wir sagen ganz artig Tschüss und Ciao und alle Grüße und Tschüss, Kai. Tschüss.